Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 34 von Voxel Tycoon. Ja, letztes Mal haben wir ein bisschen geguckt, so was hier so geht oder nicht geht. Da haben wir hier zum Beispiel, da glaube ich, bringen wir jetzt ein bisschen mehr. Nee, das ist nicht hier, oder? Doch, Nordwest, das passt schon. Da beziehungsweise Nord, Melrichstadt Nord, da bringen wir ein bisschen mehr Eisenbahn hin oder was es auch immer ist. Und ja, da müssen wir gucken, wie wir weiterkommen. Hier oben ist ja noch so ein Zahnrad, ne? Wird das beliefert? Ich glaube ja, durch Melrichstadt hier oben, ja. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt in dieser Folge mal nachgucken, wo wir noch Defizite haben beim Beliefern. Ne? Das machen wir alles nach dem Intro. Bis gleich. So, dann gucken wir uns das mal an. Was ist das hier? Das ist Kohle, ne? Die läuft aber. Wird zwar schlecht beliefert, aber dann bleibt der Preis halt oben. Was haben wir hier? Möbelbau. Können wir überhaupt Möbel bauen? Ich glaube nicht, ne? Kupfererz hatten wir schon. Hier würden Dingens. Das ist aber schlecht. Das läuft also. Möbelbau. Hier wird hingebracht, da wird hingebracht. Weil man sieht es ja an den Punkten da dran, wie gut das gemacht wird, ne? Oh, hier verhindert die Schließung. In 127 verbleibend. Das heißt, wir müssen da unbedingt Eisenbahn hinbringen, ne? Und das ist hier, ne? Ja. Logistik passt. Okay, jetzt ist nur die Frage, wer fährt da hin? Fährt da jemand hin? Ah, da ist ein Auto. Details. Der bringt auch das Richtige hin. Ist Eisenerz zu Gefräß oben? Eisenerz zu Gefräß oben. Eisenerz zu Gefräß oben. Hier ist keiner, dann kaufen wir einen. Kaufen wir den und wählen den aus und individuelle Route Eisenerz zu Gefräß oben. Kriegt er da, kriegt er da, kriegt er da. Sollte funktionieren, dann fahren da zwei Autos hin, das ist schon mal gut. Gut, dann gehen wir da oben nochmal weiter gucken. Hier ist Gefräß, da ist das Blinkende, das machen wir schon jetzt. Hier ist nichts. Der sieht gut aus. Aber lass mal erst hier gucken. Der hat einen roten Punkt, ne? Schrecklich. Wird überhaupt angeliefert? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber hier gibt es auf jeden Fall Logistikzentrum. Da. Gefräß Ost. Fahren hier Autos? Ja. Was fahren die denn? Ja, der fährt das Richtige. Und der fährt auch das Richtige. Eigentlich müssten die das da hinbringen. Ist denn da jetzt was angekommen? Ja, 10 Stück. Okay, dann passt das erstmal. Jetzt steht hier wieder ein Zug, der nicht entladen wird. Und hier steht ein Fahrzeug, was im Weg ist, sozusagen. Ne? Das Fahrzeug passt dann auch nicht. Das kann auch übersprungen werden. Ja, weil das ist doof, ne? Das passt hier irgendwie nicht. Und der kann es auch nicht, ne? Kann es auch überspringen. Also hier kann nicht entladen werden, weil hier wahrscheinlich schon voll ist, ne? Ja. Hier ist auch überall voll. Wow. Das heißt, wir müssten jetzt erstmal diese Holzbalken loswerden, ne? Gibt es überhaupt welche, die hier weggebracht werden können? Wahrscheinlich noch nicht mal das, ne? Doch, da. Holzbalken, schrecklich. Logistik ist da. Und welches Fahrzeug da? Holzträger zur Virgis Anbau. Holzträger zur Virgis Anbau. Schicken wir doch noch einen hin, oder? Holzträger zu Virgis Anbau. Holzträger zu Virgis Holz. Holz. Holzbrett. Holzträger zu Virgis Anbau. Details. Holzträger, bevor da was Falsches läuft, und lassen fahren. So, das läuft erstmal.
Aber trotzdem funktioniert das mit den Zügen ja nicht so gut, ne? Also die holen ja jetzt hier was ab, aber jetzt bleibt der wieder stehen, weil nicht genug angeliefert ist. Ich glaube, wir können mal einen schneller laufen lassen. Ja, jetzt kommt aber gleich auf jeden Fall der Zug mit den Holzbalken. Müssen wir mal gucken, ne, wie wir es machen. So, hier sind Bretter. Logistik ist da. Und da fahren auch zwei Autos hin. Bringen die auch Bretter dahin? Auf jeden Fall einer. Beide sogar. Gut, passt. Hier ist auch noch was. Das Lager ist da. Gucken wir mal, wer fährt da hin? Da fahren auch welche hin. Haben die auch Holz? Ja. Und Fahrzeug hat kein Geld eingebracht. Sehr schön. Was ist es denn? Ach, das macht aber Geld. Jetzt hat es doch gerade was angeliefert, oder? Oder auch nicht. Der fährt immer hin und her. Da gibt es nichts mehr zum Abliefern, ne? Eisenerz zu Gefräß oben. Ach doch, ist doch da. Wieso hat denn der hier nicht abgeliefert? Der fährt auch weiter. Stopp, 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 stopp. So geht das hier nicht. Wieso ist der jetzt hier weitergefahren und hat da nicht abgeliefert? Eisenbahn. Shit. Zack. Passt. Aber die Eisenbahn gibt es hier gar nicht wahrscheinlich, ne? Weil die fahren ja alle hier unten hin. Hä? Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Eisenbahnen werden hier gar nicht angeliefert. Da können die dann lange warten, ne? Da müssten wir erstmal einen Zug haben, der das da hinbringt und ein Lager. Kann der denn hier das dann laden am Bahnhof? Kann ich das sehen? Ja, da gibt es 58 Eisenbahnen. Ja, noch mal schneller. Aber hier gibt es ja keinen Zug, der das macht, ne? Wie machen wir das? Wahrscheinlich wartet er jetzt auf die Eisenbahnen, die da nicht kommen werden, ne? So sieht's aus. Gut, das bedeutet, wir machen mal Pause. Bringt ja jetzt gerade nichts, das weiterlaufen zu lassen. Kommt der zweite Zug da? Ja, der kommt da gleich. Okay, dann brauchen wir da nichts machen. Aber wir müssen jetzt hier Eisenbahnen liefern. Wie machen wir das am schlausten? Eigentlich noch ein Zug drauf, aber das Problem ist, wenn hier der auf den wartet, das wird hier zu kompliziert. Wir müssen hier umbauen, die Bahn. Weil die müssen da hinterher fahren können. Nee, so wollte ich das nicht. Ja, so möchte ich das. So ist gut. Und jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier weiter rauskommen, ne? Geht auch, sehr gut. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir was wegreißen. Zwar den und den reißen wir weg. Machen dann noch hier Signale hin. Ich denke mal, hier ist schon okay, ne? Aber ich sehe gerade hier, kommt der Zug, wenn er daherkommt, nicht raus, ne?
So, jetzt kommt er aus dem Depot raus und könnte dann dahin fahren. Okay, das passt erstmal. Ich hätte eben nur das wegreißen müssen. Jetzt ist das erst gut. Da kann keiner langfahren, glaube ich. Hier kann der stehen bleiben. Müsste eigentlich alles funktionieren. Ne? Lass mal weiterlaufen. In der Hoffnung, dass da gleich einer dann kommt. Der ist schon da. Ach so. Aha. Eisenerz wird jetzt hier auch geholt. Ne? Vielleicht hätten wir einfach nur einen Anhänger tauschen müssen. Wo hat's denn da gerade geknallt? War das irgendwo hier? Wo ist hier jetzt das Problem? Fahr doch einfach weiter, oder? Ist da irgendwo was passiert? Nee. Warum fährt der jetzt wieder nicht weiter? Hm? Ich weiß jetzt nicht, was da wieder geknallt hat gerade. Warte auf offenes Signal. So, der fährt weiter durch. Ich weiß nicht, wo es knallt, aber irgendwo knallt es. Aber es könnte hier auch eine Presse sein oder sowas. Fährt er jetzt? Wieder nicht. Okay, das Signal kann, glaube ich, weg. Er wartet jetzt auf was? Auf den da, okay. Was da gerade geknallt hat, keine Ahnung, aber es wird hier wahrscheinlich irgendwo sein. So, jetzt haben wir das schon mal angebunden. Jetzt brauchen wir hier ein Lagerhaus. Welches gedreht werden muss, dahin kommt und dann das beheimatet. Lass den mal weiterfahren, weil das klappt ja nicht. Das kann erstmal weg und wir brauchen einen Zug, der dann das da auch noch macht. 400.000 müsste eigentlich vielleicht klappen, ne? Was haben wir denn? 2, 4, 5 Hänger. Kaufen. 90 Tonnen. Das ist Dampf, das ist klar. Die fährt 70, die nehmen wir also. Und was hängen wir dran? Die Eisenbahn. Ich glaube, 5 waren das, ne? 236.000 kaufen. Können hier aber schnell noch die Eisenbahn einstellen. Dann passt das erstmal und los geht's. Ich hoffe, der findet auch den Weg. Jetzt kann er mal losfahren und fährt irgendwo hin, wo ich nicht weiß, wo. Ah, individuelle Route. Eisenerz zu Gefräß. Abzweig. Jetzt hat das schon wieder gut geklappt, ne? Ja, zum Depot schicken. Fahrzeug, ich habe mich verirrt. Ja, super. Das bedeutet, wir müssen gucken, dass er hier reinfahren kann, ne? Oh Mann, ey. Wie können wir das denn legen, dass er da reinfahren kann?
So, oder? Ich hoffe, jetzt kann er. Jetzt kann er. Hier können die auch nicht abweichen, abzweigen, ne? Das ist gut. Jetzt kann er da reinfahren. So, und jetzt muss ich ihm nur sagen, wohin muss. Ich hoffe, er fährt jetzt richtig. Jetzt hat er hier rot. Jetzt ist die Frage, wann es grün wird, ne? Und ob es grün wird. Die stehen ja alle wie immer. Ah, dann könnte von da hinten zukommen, dass er da nicht durchfährt, oder? Ah, jetzt steht der aber da. Oh oh. Ich habe mich verirrt, ein einseitiges Signal ist im Weg. Ignoriere das doch mal. Macht er auch nicht. Mehrere statt 4 muss der erstmal hin, okay. So, der ist richtig und der hier. Wo ist denn ihr Signal da? Hat er gemacht. Fährt er jetzt? Auch nicht, dann fahr jetzt. Ich hoffe, jetzt klappt's hier. Hier geht's wieder nicht, weil da die falsche Ware steht. Ich hoffe, jetzt läuft's. Wissen tue ich es auch nicht, aber es sieht so aus. Der Zug müsste jetzt fahren, ja, sehr gut. Aber warum ist der da nicht reingefahren? Ja, das hätte der doch machen können schon längst. Das ist ein bisschen doof, ne, oder? Ach so, weil der da reinfährt und der andere fährt da rein, aha. So, jetzt fahren die hier auch wieder, sehr schön. Aber Holzstämme gibt es hier nicht, ne? Doch, ein paar. Das wird auch wieder so ein Hindernis für uns dann. Ich glaube, ich muss das umorganisieren. Nur wie, ne? Hier ist wieder einer mit Eisenbahn, aber die kommen gerade. Sehr schön, dann läuft das auch wieder. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einigermaßen dann hier. Okay. Die fahren erstmal alle, das ist schon mal gut. Aber da ist doch was angekommen. Kommen die von hier? Mit dem Holz, ich denke schon, ne? Kriegen die hier schon Eisenbahn? Gute Frage, aber das hat ja wieder gut geklappt mit diesen zwei Häusern hier. Naja, dann ist das so. Was wird denn an? Fahrzeug können hier entladen, okay. Und können hier entladen. Aber tun sie nicht, ne? Ah, doch, tun sie doch, da kommt einer gefahren. Wo fährt denn der lang? Das sehen wir ja jetzt. Ah, der liefert wahrscheinlich, der kommt direkt wahrscheinlich von da, ne? Okay. Und hier wird das auch angeliefert. Was macht denn unsere Forschung eigentlich? Die gucken wir gerade noch nach. Bretter. Kommen hier auch Bretter an? Ja, kommen sie, haben wir gerade gesehen. Okay, das wird noch eine Weile dauern, bis da weitergeht. Okay, aber soweit finde ich es jetzt erstmal nicht schlecht. Hier steht zum Glück keiner im Stau, aber hier stehen sie jetzt alle im Stau, weil keiner weiß, wie er fahren soll, ne? Ja, schwierig.
Reicht das? Natürlich nicht. Wo kriege ich denn noch ein Signal hingestellt? Hier nirgendwo. Das bringt mich nicht weiter. Dann kannst du das erstmal auch wegräubern hier. Das bringt ja auch nichts. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir die Signale hinstellen, dass es doch klappt. Also der gelbe Bereich ist schon mal zu groß. Den müssen wir erstmal kleiner kriegen dann. Das passt schon mal. Das passt auch schon mal. Können wir das hier ändern? Ne. Er müsste jetzt weiter hier hinfahren, ne? Aber das reicht wieder nicht. Der hört zu früh auf. Das bedeutet, wir müssten hier ein bisschen anders bauen. Kriegt man das hin? Das ist die Frage. Müssen wir mal gerade schauen. Das sieht nicht gut aus, der will da nämlich nicht rüber. Das heißt, das kannst du erstmal wieder abreißen, weil nicht geht. Kann der da jetzt reinfahren? Ich glaube nicht, ne? Wie ist denn mit unseren Signalen hier? Machen wir so. Ach, der fährt da nicht rein, weil diese Weiche hier ist. Dann mach die mal gerade weg. Warte mal, der kann ein Signal ignorieren und einmal weiterfahren, bitte. So, das muss weg. Und jetzt müsste der, kann da lang fahren, das ist schon alles gut, aber hier müssen wir weiter bauen. Das war jetzt nicht so doll. Nochmal weg. Das gut oder nicht gut? So, noch einen kurzen dazu. Dann müsste es eigentlich hier drauf gehen, ne? Tut's auch, sehr gut. So, jetzt Signale. Mal schneller gerade. Also das sieht doch erstmal nicht schlecht aus hier, ne? Dieses Signal würde ich jetzt mal hier hinstellen wollen. Da. Und das da weg, oder? Weil wenn er da ist, soll er da reinfahren. Okay, das hat geklappt. Der fährt. Abschnitt ist noch nicht frei. Warum fährt der jetzt nicht weiter? Ah, es ist kompliziert, ne, mit den tollen Dingens hier. Der Sektor ist hier nicht abgekanzelt, ne, oder wie ist das? Jetzt steht der nämlich in diesem Bereich und dadurch, dass der hier drin steht, geht das wieder nicht, ey. Oh Mann, ey. Schwierig, schwierig, schwierig. Vielleicht kann man das hier so rüberlenken und da lang fahren, dann kriegen wir da vielleicht ein Signal zwischen. Müssen wir gleich gucken. Der muss jetzt erstmal, sag schon, ein Signal übersehen.
So. Ah, jetzt muss da noch ein Signal übersehen. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. So, jetzt fahr weg. Kann ich hier gerade nicht gebrauchen. So, schnellstens. Ja, das abgerissen. Zack. Wieso ist hier ein Prellbock? Warte mal, da müssen wir schauen, wie wir den wegkriegen. So passt's, oder? Warum fährt er jetzt nicht rein? Gute Frage, weiß keiner. Ja, das mit den Signalen soll so ziemlich schäbig sein, ne? Hoffentlich fährt der jetzt raus, ne? Tut er zum Glück. Jetzt müsste er reinfahren. Macht er auch, sehr gut. Und da steht jetzt nur einer, der kommt. Der fährt da durch. Ah, hält da an, weil hier kein Signal steht. Warte, der fährt jetzt aber zuerst. Aber da können wir hier noch ein Signal, glaube ich, hinstellen, oder? Nee, das wird zum Verhängnis vielleicht. Momentan läuft's ja. Ich glaube, wir lassen es gerade so laufen, wie es ist. Macht gerade keinen schlechten Eindruck, weil es rollt. Okay, hier ist eine Weiche, aber das ist alles erstmal gut. Hier die Autos fahren, das ist auch wichtig. Sieht erstmal richtig gut aus, oder? Hier wird überall entnommen, die Fahrzeuge fahren, alles ist gut. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier einen Cut, weil, die sind vor der Schließung. Da müssen wir nächstes Mal gucken, dass wir da noch Holzbalken hinkriegen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es hier mit diesen Holzbalken dann da weitergeht, ne? Bis dann. Ciao.